Hallo ihr Lieben, ich möchte euch heute die Anleitung für diese kleinen Häuschen hier zeigen. Ich hatte die gemacht für einen Adventskalendertausch in einer weihnachtlichen Variante und die Teilnehmer haben mich darum gebeten, doch mal eine kleine Anleitung zu diesen Häuschen zu machen. Und da dachte ich mir, na, da mache ich halt einfach eine Silvestervariante oder eine Neujahrsvariante und werde die dann gleich verschenken zum neuen Jahr mit dem entsprechenden Glückwünschen zum neuen Jahr, die ich hier unten rein platziere. Ich habe den Körper dieser kleinen Verpackung in einem Vellum gemacht, weil ich nämlich hier noch ein elektrisches Teelicht mit rein habe, dass es noch ein bisschen von innen beleuchtet wird. Wie ich diese kleinen Häuschen gemacht habe, das zeige ich euch jetzt. Dafür benötigt ihr ein Falzbrett. Das ist schon mal gleich her. Ein Falzbrett. Für den Körper habe ich ein DIN A4 Blatt in diesem Vellum genommen. Oder Architektenpapier oder wie auch immer ihr das gerne nennen möchtet. Das Dach besteht aus einem DIN A5 Karton, Farbkarton. In meinem Fall ist es Granit, aber ihr könnt auch jede andere Farbe nehmen, was euch halt gerade gefällt. So, was ihr außerdem noch benötigt, ist ein Stück Band. Ich habe hier ein weißes genommen, das sind ungefähr 25 bis 30 cm. Abreißklebeband. Eine Schere, ein Falzbein und die Gruppe Teil, um oben ein Loch in das Dach zu machen oder irgendeine andere Zange, was ihr halt daheim habt. So, wir beginnen zu falzen. Du erst mal alles auf die Seite mit dem Körper und dazu braucht ihr das DIN A4 Papier. Und wir legen hier die lange Seite oben an und falzen bei 12 cm. Wenn ihr dieses Architektenpapier nutzt, dann falzt bitte nicht oder drückt nicht so hart auf, weil das reißt sehr schnell. Also da müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein. Wenn ihr normalen Farbkarton nehmt, dann ist es kein Problem. Dann drehe ich das Ganze um 180 Grad und falze von der anderen Seite auch bei 12 cm. Dann dreht ihr das um 90 Grad. Die kurze Seite wird oben angelegt und ihr falzt dann bei 5 cm. Nochmal um 180 Grad drehen und nochmal bei 5 cm eine Falzlinie setzen. So sieht das Ganze dann aus. Wenn ihr schon länger bastelt, kennt ihr vielleicht diese Variante. Das ist eine One-Sheet-Box. Vielleicht könnt ihr auch mal bei Google und YouTube oder was auch immer schauen und könnt sehen, was man da draus noch machen kann. So, fürs Dach nehme ich meinen Farbkarton. Ich lege hier die lange Seite an und mache eine Falz bei 10,5 cm. Das ist genau die Hälfte. Wie gesagt, hier könnt ihr ein bisschen mehr aufdrücken. Und dann ziehe ich zwei diagonale Falzlinien und zwar über beide Ecken. Ich lege die beiden Ecken hier an meine Schiene an und mache eine diagonale Falzlinie. Und das mache ich genauso mit den anderen beiden Ecken auch. So, und das sieht dann so aus, also ihr habt hier zwei diagonale Linien und eine Mittellinie. Ein
könnt ihr euer Falzblatt auch schon zur Seite legen. Und ich nehme mein Falzbein und fahre diese Falzlinie, die ich eben gezogen habe, noch einmal nach. Einfach um eine schöne Kante zu kriegen. So, und wenn ihr euch das Blatt jetzt nimmt und drückt hier diese Mittelfalz nach innen und dann seht ihr auch schon, da erscheint dann so eine Dachform. Also ihr könnt es dann ganz einfach in so ein Dreieck legen. Sieht so aus. Ich zeige es mal von unten. Na, das schiebt sich dann so ineinander und gibt ein Dreieck. Und das ist euer Dach. Das ist das ganze Hexenwerk. Ich habe dann hier oben die Spitze, habe ich einfach nur ein bisschen weggenommen mit meiner Krokodil. Und dadurch habe ich ein Loch erhalten. Und nehme einfach mein weißes Band, das ich vorher abgeschnitten habe. Mache hier unten einen Knoten, lege das doppelt, mache einen Knoten unten rein. Dass ich eine Schlaufe bekomme. Und dann ziehe ich diese Schlaufe hier durchs Loch von innen. So. Dann können wir das erstmal zur Seite legen und nehmen unseren Boxenkörper. Und hier mache ich es genauso. Ich ziehe die Falzlinie, die ich mit dem Falzbrett gezogen habe, einfach noch einmal schön nach, um eine schöne Kante zu kriegen und achte darauf, dass halt alles auch schön gerade ausgerichtet ist. Also, dass Kante auf Kante ist. Und wie gesagt, wenn ihr das Vellum nutzt, dann halt ein bisschen vorsichtig sein, nicht ganz so fest drücken, weil es reißt nämlich sehr schnell. Auf der anderen Seite genauso. Gucken, dass es oben schön gerade abschließt. Dann die beiden Querfalzen noch nachziehen. Auch noch. So, um hier unten den Boden schön auszuarbeiten, müssen wir hier das nach innen legen und diese Linie müssen wir hier an diese äußere Kante anlegen. Und schön. So, dann kriegen wir hier so eine querdiagonale Falz. Und das machen wir mit der anderen Seite genauso. Wir legen diese Linie, diese Falzlinie hier an die äußere Kante an. Ich weiß, das ist von oben ein bisschen hart zu sehen, aber so sieht es dann aus. So, dann drehen wir das Ganze und machen das gegenüberliegend dann auch nochmal. So, dann seht ihr es so einfacher.
Und wenn man das dann hochklappt, dann habt ihr unten einen schönen Boden. Also das wäre diese One-Sheet-Box. Die kann man dann oben noch ein bisschen verschließen, entweder mit dem Klemmerchen oder man macht einfach einen Farbkarton oben hin als Verschluss. So sieht die dann aus. Und was ganz toll ist, man kann die auch ganz toll verstauen. Einfach so in die Schublade legen und wenn wir sie brauchen, dann holt man sie wieder raus. So, also das ist der Boxenkörper. Wir machen jetzt unser Abreißklebeband hier innen, dass es nicht so aufsteht. Dann schön flach anliegt. Kleben einfach die obere Kante fest, indem ihr das nach innen legt, beiden Seiten. Also das so. Mit der anderen Seite genauso. So. Jetzt kann man das noch ein bisschen ausrichten. Den Körper jetzt mit dem Dach zu verbinden, machen wir auf der Außenseite der Box auch nochmal ein Abreißklebeband hin. Und damit kleben wir den Körper in das Dach rein. Jetzt müsst ihr natürlich darauf achten, dass es schön gerade ist, ne? Und dass rechts und links ein gleicher Abstand ist. Das ist das meiste Gefuschel hier an dem ganzen Ding. Andere Seite noch. Am besten ihr schließt das Dach, dann seht ihr nämlich gut ausgerichtet ist. So. Also. Weil mir das nicht so gefallen hat, dass die Ecken hier so außen abstehen, habe ich das einfach nach innen gedrückt, dass ich einen Abschluss habe und einen schönen Übergang hier. Und dann habe ich das wieder hochgezogen. Und habe das hier nach innen gedrückt. Und dann sieht es so aus. Und das habe ich mit allen vier Seiten gemacht.
komplette nach hinten, dann wieder hoch. Habe das geöffnet und dann nach innen gedrückt. So, nächste. So, und wenn ihr das auffaltet, seht ihr, könnt ihr es entweder befüllen oder ihr könnt auch noch mal euer Band durchziehen. Falls das rausgefallen ist. Und dann einfach wieder nach innen drücken. Und dann ist es wieder so, wie es sein soll. So, und damit es hier an der Seite nicht so absteht, habe ich dann noch mal ein Band genommen und habe das drum gemacht und einfach vorne ein schönes Schleifchen gemacht. Dementsprechend abgeschnitten. Wie gesagt, das könnt ihr so ein bisschen nach innen drücken. Und schon ist das Häuschen fertig. So, wie gesagt, jetzt könnt ihr es noch dekorieren, wie ihr es gerne möchtet. Ich habe dann halt einfach nur noch 2020 drauf gemacht. Oben habe ich noch ein bisschen embossed. Und ein paar Wunderkerzen mit dran und ein paar Bänder und einfach hübsch hergerichtet. So könnt ihr das dann verschenken. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das mein Projekt nachbastelt und mir vielleicht auch mal eure Ergebnisse zeigt. Das wäre ganz toll. Ansonsten wünsche ich euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir sehen uns im nächsten Jahr wieder oder hören uns, je nachdem. Macht's gut. Tschüss.